Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, es ist mal wieder Zeit für einen Blick auf die Charts. Ja, der letzte Ausblick, der ist schon ein bisschen her und ich versuche aber in der Zukunft wieder etwas mehr Einblick in meine Welt des Tradings zu geben. Und heute gucken wir uns den DAX, den Nasdaq an. Es gibt Trading-Ideen. Wir gucken uns zum Beispiel die Amazon an, die auch langfristig sehr interessant wird. Und ja, wie gesagt, Trading-Ideen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Und hier natürlich noch der ganz klare Hinweis. Es handelt sich lediglich um meine charttechnischen Ideen und stellen natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf eines Wertpapiers dar. Und der Handel mit Wertpapieren ist natürlich auch mit Risiken verbunden und damit würde ich sagen, los geht's noch nicht. Mein Name ist Mario Steinrücken. Ich bin ehemaliger Händler an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, habe da einige Jahre am Parkett gesessen, Aktien gehandelt und jetzt mache ich das Ganze für mich von zu Hause und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit den Charts. Zuallererst schauen wir uns den DAX an, hier im DAX Future. Und der DAX, der hat sich ja lange Zeit wirklich nur seitwärts bewegt. Zuletzt aber im März gab es eine schöne dynamische Ausbruchsbewegung. Endlich mal losgelöst von der Lethargie, die wir zuletzt da gesehen haben, die letzten Monate, die letzten Jahre, muss man fast schon sagen. Und jetzt könnte tatsächlich ja, eine neue Geschichte im DAX anbrechen. Endlich mal wieder ein Trend, endlich mal wieder aufwärts gerichtete Bewegung. Das sehen wir an der Dynamik. Und bei so dynamischen Trends, da sieht man häufig, dass Korrekturen eher nur relativ flach verlaufen. Von daher sollte der DAX sich jetzt tatsächlich über der 15.150-Punkte-Marke halten, was noch lange nicht sicher ist. Das wäre ein mega starkes Zeichen. Sollten wir also jetzt seitwärts laufen und nach oben ausbrechen, dann ist der Ausbruch nach oben für kurzfristig ausgerichtete Swing Trader auf jeden Fall eine interessante Long-Chance. Ansonsten, ich bin ein Freund davon, Rücksetzer zu kaufen. Im Bereich 14.800 fängt ein größeres Unterstützungsniveau an. Das geht eigentlich zwischen 14.400 und 14.800 Punkten, wenn man unbedingt mit dabei sein will. Und der Trend ist stark und kann sich durchaus schnell in Richtung 16.000 Punkte weiter fortsetzen. Dann ist für mich der Bereich 14.800 Punkte eigentlich das optimale Einstiegsniveau. Die Nasdaq könnte uns noch einen Strich durch die Rechnung machen, denn wenn wir gucken, das Februar-Hoch, das wurde zuletzt jetzt so minimal leicht überschritten. Da ist den Käufern aber auch schon wieder die Puste ausgegangen. Und Charttechnik ist ja nichts anderes, als zu schauen, wer ist stärker, Käufer oder Verkäufer? Wo waren sie vorher aktiv? Da werden sie wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder aktiv werden. Und momentan halten sich die Käufer auf relativ hohem Niveau fest, die krallen sich im Grunde am Allzeithoch im Bereich der 14.000 Punkte Marke fest. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Solange wir hier im Nasdaq 100 Future die 13.700 Punkte Marke nicht unterschreiten, dann haben wir eine gute Chance, nochmal auch an der Nasdaq dynamisch nach oben anzuziehen. Und daher, kurzfristig ausgerichtetes Swing Trading Einstiegsniveau ist im Bereich 13.700 Punkte. Stop Loss kann man relativ eng darunter setzen und dann die Spekulation eben, dass wir in Richtung der vorherigen Dynamik, in Richtung des langfristigen Trends weiter nach oben durchziehen. Und der Nasdaq 100, der kann nur nach oben durchziehen, wenn die Schwergewichte mitmachen. Und zuletzt haben wir Quartalszahlen gesehen, unter anderem auch von der Amazon. Auf die Zahlen selber gehe ich nicht ein. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich betrachte mir die Märkte tatsächlich aus charttechnischer Sicht. Und hier wird Amazon aber sehr interessant. Die Aktie bewegt sich seit vielen Monaten nur seitwärts zwischen breites Niveau 2.900 US-Dollar auf der unteren Seite, auf der oberen Seite das ja den Bereich 3.500 bis 3.550 Punkten. So, zuletzt haben wir hier so im Bereich 3.400 Punkten so ein Stück weit Widerstand angetestet. Jetzt der Sprung nach oben wurde im ersten Anlauf erstmal abgewehrt. Das ist auch völlig normal und gar nichts Schlimmes dabei. Wenn sich jetzt die Käufer im Bereich der 3.400 Dollar Marke fangen, wenn die da wieder aktiv werden, dann haben wir eine gute Chance, dass wir die Range, die mehrmonatige Range, fast ein Jahr andauernde Range, dass wir die nach oben verlassen und dann entsteht ein neuer Trend und dann dürfte die Amazon die 4.000 Punkte Marke erreichen und wahrscheinlich auch ein gutes Stück noch überschreiten.
Apple ebenfalls Schwergewicht im Nasdaq 100 und in der Apple, da haben wir so ein Widerstandsniveau hier zwischen 136 und 140 US-Dollar. Wir hatten einen so einen kleinen Move nach oben, da mal den Ausbruchsversuch, der ist aber erst einmal gescheitert und zuletzt haben wir uns wieder dem Widerstandsniveau angenähert. Die Käufer sind hier aber noch nicht stark genug und zuletzt haben eher wieder die Verkäufer das Ruder übernommen. Von daher, da bin ich noch etwas indifferent, was da ist. Auf jeden Fall kann man sagen, ein Tagesschlusskurs über 140 US-Dollar in der Apple und wir haben eine sehr gute Chance, dass wir auch hier eine langfristige Trendfortsetzung sehen. Was könnte in den nächsten Tagen passieren? Wir könnten nochmal Rücksetzer in dem Bereich 124 Dollar sehen und auch da muss man sich schon, da muss man auf Umkehrsignale achten. Wer sich ein bisschen mit Charttechnik, mit Candlesticks auskennt, der kann hier mal auf so Schatten unten achten. Das sind diese kleinen Lumpen, die wir hier in den einzelnen Kerzen immer mal wieder sehen. Das wäre ein Zeichen der Stärke, dass hier die Käufer wieder aktiv werden und entsprechend haben wir dann die Chance, erneut in Richtung des Widerstandsniveaus hochzulaufen und vielleicht da sogar dieses Niveau zu knacken. Die Microsoft hat Zahlen geliefert und die Microsoft befindet sich in einem bestehenden Trend. The trend is your friend, so sagt man ja so schön an der Börse. Und für trendfortsetzende Investoren, Trader, ist das Niveau, ich sag mal ab oder von 244 hoch bis 250 US-Dollar ist ganz interessantes Niveau, um hier Positionen aufzubauen. Kurse darunter, die würden das Chartbild so ein Stück weit eintrüben, weil dann einfach die Stärke, die Dynamik nicht mehr vorhanden ist und damit in der Microsoft im Grunde ab jetzt gute Chancen, dass sich der bestehende Trend weiter fortsetzt. So, und auch die Alphabet, die Google-Mutter ist ja so ein Schiff, ein Trendwunder kann man schon fast sagen. Der Trend ist klar aufwärts gerichtet und wenn wir uns das anschauen, es gibt immer mal wieder dynamische Schübe und dann so ein bisschen Pause. Dynamische Schübe, Pause, wo sich Käufer und Verkäufer auf eine Range einigen und die Range bildet sich meistens auf relativ hohem Niveau aus. Zuletzt haben wir wieder Dynamik nach oben gesehen. Das heißt, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal wieder so ein bisschen Range-Charakter. Und da kann es gut sein, dass wir uns zwischen 2250 US-Dollar und 2400 Dollar in den nächsten Wochen erstmal ein Stück weit seitwärts bewegen. Rücksetzer in dem Bereich des Unterstützungsniveaus sind kurzfristige Kaufniveaus. Und ja, was ich nicht sehen möchte, wäre ein deutlicher Rücksetzer. Das hatten wir in der Alphabet schon lange nicht mehr. Dann wäre zumindest aus kurzfristiger Swing-Trading-Sicht, die Aktie wird dann vom Aufwärtstrend tendenziell erstmal in Richtung Seitwärtstrend überlaufen. Facebook hat zuletzt vorgemacht, was ich in der Amazon noch erwarte. Wir haben einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gesehen und auch hier mehrere Monate, fast ein Jahr Seitwärtsbewegung. Dann Ausbruch nach oben, Rücksetzer zum alten Widerstand wird Unterstützung und jetzt mit den Quartalszahlen Gap nach oben, Zeichen der Stärke. Dafür für alle, die in Facebook engagiert sind, gute Chance, dass wir hier noch weiter nach oben laufen. Für alle, die nicht engagiert sind und sich noch engagieren möchten, Rücksetzer in dem Bereich 310, da wäre fast Gap Close. Das ist auf jeden Fall also Rücksetzer kaufenswert. Je tiefer, desto besser. Bitte jetzt nicht mehr unter die 290-Dollar-Marke fallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie mir gerne einen Kommentar und abonnieren auch gerne meinen YouTube-Kanal unter Mario Steinrücken finden Sie mich und da würde ich mich natürlich ganz besonders drauf freuen und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein wunderbares Wochenende.